Das August-Horch-Museum in Zwickau ist ein echter Glücksfall für Retro-Liebhaber und Autonarren. Für all jene also, die von Neugier und Wissensdurst nicht genug bekommen können. Dutzende beim Betrachter ein Gefühl der Verzückung hervorrufende Ausstellungsstücke, zweifelsohne ein Beweis dafür, dass auch technische Dinge Ausdruck des Schönen sein können. Ein Gewitter an tiefgründigen Informationen und Fakten. Fesselnde interaktive Präsentationen. Und all dies eingebettet in das Klima einer Zeit, in der das Automobil noch in den Kinderschuhen steckte. Wir beginnen die Reise in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. In der Zeit, als der Automobilpionier August Horch Fahrzeuge herzustellen begann, die dank ihrer Siegfahrten bei Motorsportrennen blitzartig die Herzen eines wohlhabenden Kundenkreises höher schlagen ließen. Diese von Eleganz und unerhörter Solidität gekennzeichneten Automobile trugen Siege auf schweren Langstreckenrennen in den Alpen davon. Erstaunlich zudem ist, dass diese mörderisch anmutenden Trassen ursprünglich von noch mit Holzrädern versehenen Fahrzeugen in Angriff genommen wurden. Die Idee der Beteiligung an Ausdauerrennen brachte ihm ebenso einen vielbeachteten Marketingerfolg im Fall seines nächsten unternehmerischen Projekts, der Marke Audi, ein, die im Juni 1914 den Löwenanteil der Auszeichnungen während der berühmten österreichischen Alpenfahrt einfuhr. Einen Monat darauf war bereits Krieg, in dessen Verlauf äußerst schnell sich die kämpfenden Armeen der vielseitigen Vorteile des Automobils bewusst wurden. Mit den Nachkriegszeiten, den verrückten 20er Jahren also, beginnt das Kapitel Tanken. Vom Verkauf von Kraftstoff in Apotheken und Drogerien über das Fass mit der Pumpe bis hin zu den ersten Tanksäulen. Ein Leckerbissen, und dies nicht nur für Technikfans, ist die Abteilung Motorenentwicklung, in der in dreidimensionaler Form Einblicke in das Innere von Motoren gewährt, sowie zahlreiche Erfindungen und technische Lösungen, dank derer sich Audi einen festen Platz innerhalb der Geschichte des Autobaus weltweit sicherte, dargeboten werden. Vorbei an Nutzfahrzeugversionen, von denen das Löschfahrzeug die Sehnsüchte aller Jungen hervorruft, kommen wir zu der Zeit, als Horch, Audi sowie zwei weitere Unternehmen, Wanderer und DKW, zu Beginn der 30er Jahre ihre Reihen schlossen und einen Konzern, die Auto-Union, ins Leben riefen. Von da an traten die berühmten vier Ringe ins Rampenlicht. Diese Blütezeit verdeutlicht das charakteristische Ausstellungsarrangement, durch welches sich der Konzern während der in den 30er Jahren zyklisch stattgefundenen Automobilmessen auszeichnete. Das Bodendesign im firmentypischen Karo-Muster vermittelte die anspruchsvolle Ästhetik der Automobile, unter denen märchenhaft schöne Exemplare von Automobilen, ausgestattet mit Karosserien in Einzelanfertigung, zu sehen sind. Aufmerksamkeit verdienen gleichsam die Rennwagen, das Ein und Alles des Audi-Konzerns, deren sportliche Erfolge mittels einer effektvollen Videomapping-Präsentation dargeboten werden. Und wenn Sie sich fragen, wie derart brillante, fahrbare Untersätze entstehen konnten, sagen wir Ihnen, ein Teil der ausgestellten Exponate gibt darauf die entsprechende Antwort. Mehrmals täglich bietet sich der Blick auf eine mechanische Fertigung, auch Transmission genannt, deren ineinander übergehende Elemente gleich einer hochklassigen Ballettaufführung durch ein beeindruckendes Antriebssystem in Bewegung gesetzt werden. Bei der Karosserieanfertigung setzte man auf Holz als soliden Rohstoff, auf Handarbeit und intensive, arbeitsaufwendige Projektierungsarbeiten. Mithilfe eines speziellen Autokonfigurators können sich heutzutage vor allem die jungen Besucher selbst an dieser Kunst ausprobieren. Zu einer echten Zeitreise wird ein Spaziergang durch einen detailgetreu nachempfundenen Straßenzug aus den 30er Jahren.
mit einem an jeglichen Waren übervollen Tante-Emma-Laden und einer Autowerkstatt aus dieser Epoche. Hier nun tauchen wir ein in die Ära der automobilen Massenproduktion, das Entstehen des Autobahnnetzes in Deutschland und der ersten Fahrten in den Urlaub. Und dies nicht nur im Sommer, sondern auch zur kalten Jahreszeit. Und wie ging es nach 1945 weiter? In Zwickau entstanden nicht nur PKWs, sondern auch Lastkraftwagen und Traktoren. Bald darauf betrat in Zwickau der Trabant die automobile Bühne, über den man im August-Horch-Museum sprichwörtlich alles Mögliche in Erfahrung bringen kann. Über all seine Modellvarianten, seine vielfältigen Verwendungszwecke zu Zeiten der DDR, bis hin zu Modernisierungsversuchen und schließlich seinem traurigen Ende, dem letzten vom Band gelaufenen Exemplar. Auch wird der Trabi in für die damalige Zeit charakteristischen Situationen dargestellt. Geparkt vor einem DDR-typischen Sommerhäuschen oder aber während einer der häufig anfallenden Reparaturen. Einzigartig ebenso die ausgestellte Fertigungslinie für Duroplast, dem legendären Kunststoff, der zur Herstellung der Karosserie diente. Doch damit nicht genug. Das August-Horch-Museum vermittelt die Historie des Automobilbaus unter verschiedensten Aspekten und unterschiedlichsten Blickwinkeln. Den Besucher erwarten hier jedoch noch wesentlich mehr interessante Geschichten. Seinem Entdeckergeist sind in Zwickau keine Grenzen gesetzt.